Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute kommt mein erstes Weihnachtsrezept für dieses Jahr. Und zwar machen wir Zimtnüsschen, also ich habe sie so genannt. Und zwar ist das ein Nussteig, ein sehr, sehr zarter und mürber Nussteig, ummantelt mit einer Zimtkruste, also eine richtig schöner, knackigen, karamellisierten Kruste. Die sind wirklich so, so lecker, weil einfach diese Kombination aus diesem richtig knackig knusprigen und diesem zarten Teig ist einfach nur unglaublich lecker. Und die sind überhaupt nicht schwer zu machen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los. So, als erstes bereiten wir natürlich den Teig zu und dazu müssen wir eigentlich nur alle Zutaten miteinander verkneten. Und zwar habe ich hier einmal Mehl und Backpulver. Das gebe ich einfach in meine Schüssel. Dazu kommen gemahlene Haselnüsse, Puderzucker, Butter. Wie ihr seht, sollte die Butter auf jeden Fall schön weich sein. Ein Eigelb. Das Eiweiß brauchen wir später noch, also bitte nicht wegschmeißen. Und eine Prise Salz. Und wie gesagt, wird das Ganze jetzt zu einem glatten Teig verknetet. So, den Teig gebe ich mir einmal auf ein Stück Frischhaltefolie und verpacke den dann schön und drücke den auch so ein bisschen flacher. Und der Teig muss jetzt erstmal für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Ich habe mir den Teig jetzt wieder aus dem Kühlschrank geholt, mir einmal halbiert und den werde ich mir jetzt einmal nochmal geschmeidig kneten. Und dann nehme ich mir einfach so kleine Stücke, ja so ein bisschen kleiner als Walnuss groß und forme mir die zu Kugeln. Und dann kommt jetzt wieder unser Eiweiß zum Einsatz. Und dann habe ich hier noch mir braunen Zucker mit einer ordentlichen Portion Zimt verrührt. Und das Eiweiß habe ich mir mit so, ja, so ungefähr einem Esslöffel kaltem Wasser einfach glatt gerührt. Und da gebe ich jetzt einfach die Kugel rein und wälze sie da drin. Und dann wird sie großzügig mit dem Zimtzucker bestreut. Beziehungsweise darin gewälzt. Und die Kugel setze ich mir jetzt einfach auf ein Backblech, was ich mit Backpapier belegt habe. Ja, und dann müssen sie nur noch auskühlen und dann sind sie schon verzehrbereit. Und so sehen sie dann aus. Also dadurch, dass wir ja die Kekse erstmal in Eiweiß getaucht haben und dann erst in den Zucker, Zimtzucker gewälzt haben, hatte sich so eine, ja, so ein Crackling-Effekt gebildet. Ja, dadurch werden die nochmal so ein Stück knuspriger und knackiger und die sind einfach, ja, wirklich richtig lecker. Und dieser Nussteig, wenn man da reinbeißt, hat man erst diese richtig schöne Kruste und dann dieser zarte Nussteig, der einfach zerfällt im Mund. Also die sind so lecker, also ich breche mal einen für euch auf und dann seht ihr auch mal, wie die von innen aussehen. Also die sind wirklich sehr, sehr zart, lecker und überhaupt nicht trocken und einfach sehr, 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 sehr lecker. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, das Rezept mal nachzumachen. Und wenn ihr das getan habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Oder schickt mir davon auch direkt ein Foto auf meine Facebook-Seite oder auf meine Instagram-Seite. Das ist natürlich alles wieder wie unten in der, unten in der Infobox verlinkt. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass dieses Video und vor allem natürlich auch dieses Rezept euch gefallen haben. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, lasst mir auch ein Abo da. Darüber würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel, viel Spaß beim Nachbacken in der Weihnachtsbäckerei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.